Die Temperatur in Paradise liegt derzeit bei 32 Grad Celsius, Pathfinder. Aber gut. Das ist eine enorme Veränderung. Ja. Das Gewölbe hat ganze Arbeit geleistet. Können wir jetzt vielleicht wieder dahin? Schön, Sie zu sehen, Pathfinder. Direktor Addison und Stationsleiterin Cash haben mir die Leitung über unsere Operationen hier übertragen. Mit ein wenig Glück werden wir in diesem Handelsposten schon bald einige Veränderungen sehen. Wie geht es jetzt hier weiter, nun da Enea weg ist? Ich gehe Eneas Bücher durch und leite alles, was ich finde, an die Nexus weiter. Unser Plan sieht vor, diesen Ort als Handelsposten zu erhalten und die kroganische Kolonie zu unterstützen. Irgendwann können wir ihn dann vielleicht als Basis nutzen, um die Bergbauoperation der Nexus auf Eladen auszuweiten. So, ich hab's mir mal ganz kurz notiert. Ist soweit alles in Ordnung? Sind Sie auf Widerstand gestoßen oder kam es zu Gewalt? Wir haben genügend Wachen und Soldaten, um jeglichen gewaltsamen Widerstand niederzuschlagen. Okay. Und im Moment scheint das zu genügen. Vielleicht können wir die Bewohner dieses Planeten ja irgendwann wieder eingliedern. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg. Wie verfahren Sie hinsichtlich der Wasserversorgung auf Eladen? Das Wasser, das Sie entdeckt haben, wird gerecht verteilt. Wenn die Leute hierher kommen, können Sie sich sicher sein, dass Sie so viel Wasser erhalten, wie Sie benötigen. Unabhängig davon, wer Sie sind. Selbst die Plünderer? Ja, selbst Sie. Sie wurden darüber informiert, dass jeglicher Missbrauch dieses Privilegs dazu führen kann, dass es Ihnen entzogen wird. Und im Moment sieht es so aus, als hätten Sie das verstanden. Okay, hoffen wir mal, das bleibt so, ne? Ich wünsche Ihnen alles Gute. Hier können wir ein bisschen einkaufen. Zeig mal. So. Gibt's irgendwas Tolles? Gut, dann müssten wir jetzt nur noch nach Neu-Tuchanka, ne? Damit wir hier auch unseren Außenposten machen. Ich glaube da, warte mal, damit wir hier unseren Außenposten machen können. Und ich glaube da oben, da ist ein Kistchen. Wie komme ich denn da hin? Außer vielleicht da, an dieser Ecke. Hier, oder? Mal auch ein bisschen Fluorid einsammeln. Können wir hier rüberhüpfen? Ach gut. Warum habe ich das nicht schon längst gemacht? Ich weiß es nicht. Habe ich mich gerade erschrocken, dieser Vogel. Hat mir genau ins Ohr gezwitschert. Das ist... Oh, das ist bei Phasmophobia ganz, ganz schlimm, ne? Wenn mir da der Geist, der macht so komische Geräusche. Boah! Wenn der mir ins Ohr gurgelt, da drehe ich ja fast durch, gell? Das ist ganz, ganz schlimm für mich. Und für meine Mädels, weil ich bin da echt laut. Und für meine Nachbarn. Für die ist es bestimmt auch schlimm. Dann gehen wir jetzt nach Neu... Da unten ist auch noch was, ne? Aber wo... Da unten ist auch noch irgendwo ein Kistchen. Das holen wir uns noch. Oh, hoffentlich ohne abzustürzen. Wäre auch noch eine Kiste. Sehen wir die von hier aus auch in so einem Zwischending?
Hä? Wahrscheinlich da irgendwo. Hi Leute, na wie geht's? Achtung, Vorsicht. Gott. Da drüben, oder? Die ist da drüben, die Kiste. Ich glaube, ich sehe sie. Da auf dieser Plattform. Und da komme ich von hier aus nicht hin. Nein! Oh, es geht ganz schön tief runter. Ja, da ist sie. Ach, so ein Kack. Tja, schade. Wir reisen nämlich jetzt nach Neu-Tuchanka. Also da auf dieser Plattform eine Kiste. Tata, dann gehen wir hier hin. Und dann gehen wir zu den Kroganern. Ich hoffe, ich verlaufe mich nicht, wie letztes Mal, als wir in der Kolonie waren. Ich mag es nicht, diese unterirdischen Tunnel und naja. So, ich bin wieder da. Ich würde gerne mal da nein. Oh, danke. Ja. Alles klar. Ist so. Ah, warte mal. Dr. O'Kears wichtiger Arbeit. Danke, dass Sie mir die Daten gebracht haben. Ja, bitte. Jetzt kann ich Dr. O'Kears Arbeit fortführen. Sehr gern. Die Kroganer werden zu alter Größe zurückfinden. Das freut mich. Okay, halten Sie mich darüber auf dem Laufenden. Ich habe schon ganz vergessen, dass wir das hatten. Gut, für das andere müssen wir nach Dingsterbumster. Mal wieder, Kedera. Müssen wir erstmal mit der Ollen reden. Ja, der Himmel ist schon sehr geil. Da ist schon recht. Bleib einfach von Ataraxia gewesen. Ziemlich und hier ist auch der hier. Was? Na, hallo? Ja. Wir sollten ihnen ja. Gleich mal Bescheid, wenn sie auf Wurmjagd gehen. Dann plane ich schon mal ihre Beerdigung. Nein, danke. Ich bleib lieber hier. Aber ich war doch gerade. Okay, vielleicht ist er das nicht. Zu der gehe ich gleich. Glaub, da hinten war das mit dem Koloss, ne? Oder? Hallo. Pathfinder. Ja. Sie sind zurück. Ich habe den Köder aufgestellt. Die Sache müsste laufen. Gut. Ich habe Volker schon informiert. Die Sache gefällt mir nicht. Aber ich schrecke vor keiner Herausforderung zurück. Mit Grant gibt es ein Problem. Er weigert sich, gegen Volker zu kämpfen. Ein Kroganer scheut keinen Kampf. Es muss etwas anderes dahinter stecken. Er ist ein Feigling. Und er weiß, dass ich besser bin als er. Er will im Kampf keinen schlechten Eindruck machen. Sie wollen versuchen, vernünftig mit ihm zu reden? Ja. Ich glaube nicht, dass er auf eine Außenstehende hört. Aber ein Versuch ist es wert. Ich würde gern erst mit ihm reden. Habe ich Ihnen etwas anzusprechen? Ach, halt die Klappe, Mutter. Ganz im Ernst, was stimmt denn mit dir nicht? Oh, ich glaube, ich laufe das erste Mal richtig. Oh, es ist schön. Ja. Sie sind Gren, richtig? Ich bin der Pathfinder. Auf Sie wartet ein Ritual der Einigung. Ich habe es Corten gesagt und jetzt sage ich es Ihnen. Ich mache da nicht mit. Warum nicht? Varka hat dem Ritual bereits zugestimmt. Mir egal. Ich kämpfe nicht mit diesem arroganten Steinsack. Wollen Sie wegen dieses dummen Streits die Kolonie zerstören?
Diese Kolonie ist alles, was mir am Herzen liegt. Dann lassen Sie es nicht dazu kommen. Tun Sie das Richtige, Gren. Sie klingen genau wie Kortek. Also schön, wenn mich dann alle in Ruhe lassen, nehme ich an dem Ritual teil. Aber ich glaube nicht, dass Varka fair kämpfen wird. Sobald der Koloss fällt, wird sie auf mich schießen. Ich brauche einen Dritten, der auf sie aufpasst. Eine neutrale Partei. Einen Pathfinder. Mich? Ganz genau. Ich kämpfe nur, wenn Sie dabei sind. Was ist mit meinem Trupp? Kein Trupp. Nur Sie, ich und Varka. Sieht aus, als hätte ich keine Wahl. Und dann gehen sie alle auf mich los. Pathbuster, der Koloss, den Sie angelockt haben, ist ein Weibchen. Es hat zwei Männchen mitgebracht. Sie machen Witze. Lach nicht so scheiße. Was das ist denn? Das nenne ich einen Kampf. Ja. Würde mal einer mitkommen. Was ist denn mit euch? Also, bin nur wegen euch hier. Ich sehe aber nur zwei Punkte. Wo ist denn der dritte Punkt? Ah ja, ich sehe drei Punkte. Irgendwo Munition, ne? Boden. Hier war irgendwo Munition. Oh Gott. Wo ist hier Munition? Ah, da. Thank you.
was? Nein, 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 nein. Oh Gott, gibt's ihr Leben? Ich brauch nur Leben. Oh. Oh Gott, hilf mir. Komm, noch einer. Einen, den schaffen wir. Die ist weg, ne? Die ist alle, die Munition. Shit. Können wir gehen? Hallo? Aha. So, habt ihr euch vertragen? Hallo, bleibt doch mal stehen. Drei Kolosse. Wahnsinn. Davon wird man sich noch jahrelang erzählen. Du bist echt zäh, Walker. Du hättest diese Bisse gar nicht überleben dürfen. Hätte ich auch fast nicht. Deine schnellen Schüsse haben meine Haut gerettet. Naja, also... Sie sind beide stark, aber gemeinsam sind sie unbesiegbar. Jetzt übertreib's. Ja, ich verstehe schon. Sie sind aber auch ziemlich beeindruckend, Pathfinder. Ja, ich weiß. Schade, dass sie keine Kroganerin sind. Sie würden einen guten Warlord abgeben. Sind sie verrückt? Ich könnte doch nie mit ihnen beiden Schritt halten. Das kann niemand. Danke für den Kampf, Pathfinder. Das müssen wir bei Gelegenheit wieder machen. Hm. Ich dachte, wir können bei Gelegenheit ein Bier trinken, aber okay. Kämpfen wir. Okay, jetzt gehen wir zu der Ollen, zur Morda. Echt? Ist da ums Eck, ne? Halt doch deine dumme Klappe, Mann. Was ist los mit dir? Jetzt geht's los. Hallo, Nexus. Sie sind zurück? Ja, bin ich. Strux hat gesagt, Sie wollten den Antriebskern von meinem Reliktschiff holen. Das stimmt. Und dass Sie ihn an Plünderer verkauft hätten, die damit woanders einen Profit machen wollten, an dem Sie beteiligt seien. Er war schon weg, als ich ankam. Das kann nicht sein.
Ich hatte Tag und Nacht verdammte Teams dort. Der Nakmor-Clan ist ein Witz. Die Verlierer von T'Chanka sind jetzt die Verlierer von Helios. Overlord Mordor hat den Antriebskern verloren und unsere Kolonie ist dem Untergang geweiht. Sie reden nur, Jorgul Strux. Ich habe diese Kolonie groß gemacht. Wenn es überhaupt einen Overlord gibt, sollte er von ältestem kroganischem Blut abstammen, dem Jorgul-Clan. Wartet's nur ab. Ich werde den Antriebskern retten und uns so mächtig machen, dass die Nexus vor uns auf die Knie fällt. Was sie gar nicht können, weil wir ihn haben. Faszinierende Taktik. Was soll das heißen, sie haben ihn? Das soll der Pathfinder ihnen erklären. Endlich. Okay, wo fange ich an? Alles begann damit, dass Strux mich kontaktiert hat. Okay, das reicht. Mehr muss ich gar nicht hören. Das Beste kommt doch erst noch. Ich bin beeindruckt, Strux. Sie sind raffinierter als die meisten anderen aus dem Jorgul-Clan. Klüger sogar. Nakmor-Arroganz. Mein Vater wollte ihrem Clan unter seinem Stand beitreten, weil er ihren Großvater bewundert hat. Er wurde ausgelacht. Er sei die Mühe nicht wert, ihn zu töten, hieß es. Aber jetzt habe ich sie vorgeführt, Mordor. Und der Nakmor-Clan wird mit Blut bezahlen. Ach du Schande. Sie setzen die Kolonie für einen Groll aufs Spiel, den Sie durch den Orkusnebel mitgebracht haben? Sie sind die Mühe wirklich nicht wert, sie zu töten, Jorgul Strux. Verschwinden Sie und nehmen Sie Ihre Schläger mit. Und wo ist jetzt der Antriebskern? Händigen Sie ihn aus. Einfach so? Händigen Sie ihn aus? Er ist unfassbar mächtig. Wir werden damit die Kolonie betreiben. Das verschafft uns einen Vorsprung von mehreren Jahrzehnten. Oder er hilft allen Bewohnern von Helios, wenn sie zusammenhalten. Wenn sie den Antriebskern behalten, ist das Band zwischen den Kroganern und der Nexus zerschnitten. Für immer. Sie müssen uns etwas dafür geben. Das ist nur fair. Wir wurden beschossen. Ziemlich ausgiebig. Wie wär's, wenn Sie sich mit Ihrem Außenposten unserer Kolonie anschließen? Sie geben uns den Antriebskern und wir sind Freunde. Neu T'Chanka und die Nexus. Wenn Sie ihn behalten, führt das zu einer unabhängigen kroganischen Nation. Wir werden uns nicht an die Gesetze der Nexus halten und schulden ihnen nichts. Nicht einmal Frieden. Ryder, ich muss darauf hinweisen, dass unkontrollierte Expansion der Kroganer historisch betrachtet immer zu Kriegen und Katastrophen geführt hat. Auch für die Kroganer selbst. Also? Oh! Oh, es ist schwierig. Also, wenn wir den Kern behalten, haben wir auf Illadin keinen Außenposten. Düdüm. Wenn wir den Kern übergeben und den Außenposten errichten, das ist gut für uns, aber der Kern, siehst ja, ist sowas wie eine Bombe und könnte natürlich alles in die Luft jagen. Und so weiter und so fort. Wenn die aber unabhängig sind, fuck, dann führt es zum Krieg. Ich würde am liebsten keinen Außenposten errichten. Bin ich ehrlich. Boah. Komm. Okay, Mordor. Arbeiten wir zusammen. Sie bekommen den Reliktantriebskern. Und Sie können Ihren Außenposten hier errichten, Nexus. Wir sind alle Freunde und können gedeihen, richtig? Darauf können Sie wetten. Bringen Sie Ihre Außenpostenleute her, wann immer Sie bereit sind. Wir werden Sie willkommen heißen. Heute ist ein großer Tag, Mordor. Wir kontaktieren Addison und informieren Sie. Viel Glück, Overlord Mordor.
Ich weiß nicht, ob Pathfinder, das... Ja. Dieser Ort ist für die Errichtung eines Außenpostens ideal. Sie können ihn über den Sender anfordern. Ist okay. Ich muss hoch, ne? Ich muss einfach nur nach oben. Warte mal. Kann ich noch mit dir reden? Okay. Oh, entschuldige. Ich dachte, ich kann noch mit ihr reden. Nee, kann ich nicht. Macht sie doch komische Geräusche. Ich weiß nicht. Weiß auch nicht. Ich hätte den gerne behalten. Den Antriebskern. Einfach nur, dass er in Sicherheit ist. Schon mal am Meer von Ataraxia gewesen? Ja, vorhin. Strax hat bekommen, was er verdient hatte. Der Gut, dann errichten wir mal unseren Außenposten. Und haben wahrscheinlich noch ein paar Nebenmissionen dann. Da fahren wir aber geschwind rüber. Ihre Enkelin Cash ist also Stationsleiterin auf der Nexus. Ich dachte, alle Kroganer hätten sie verlassen. Diese Wichtigtour auf der Nexus hätten liebend gerne gesehen, dass Cash gemeinsam mit uns abgehauen wäre. Aber meine Rushan ist was Besonderes. Sie sorgt dafür, dass die anderen nicht vergessen, was Anstand heißt. Bestätige. Ich fordere einen Außenposten an. Sie haben es tatsächlich geschafft. Es wäre beinahe zum Bürgerkrieg gekommen und Sie haben sie zurückgeholt. Aber es geht nur um die Ressourcen. Keine Poesie, richtig? Ich hatte die Kroganer schon abgeschrieben. Es waren einfach zu viele Egos im Spiel. Aber meinen Akten ist es egal, wie sie gefüllt werden. Wenn ich die kroganische Kolonie rückwirkend als Außenposten bezeichnen kann, ist das ein Erfolg. Allerdings werden das nicht alle so pragmatisch sehen. Tan wird vor Wut kochen. Mich interessiert nicht, was jemand denkt, der nicht erkennt, welchen Wert das hier für uns hat. Gut, davon wird es nämlich viele geben. Ich zähle allerdings nicht zu ihnen. Das hier ist der letzte Pathfinder. Der letzte goldene Fehlschlag, von dem wir dachten, wir hätten ihn verloren. Sie haben es geschafft. Und es wird Diebe anlocken. Suchen Sie das Saubray-System nach Dr. Kennedys Trackern ab. Ich muss wissen, was mit ihr passiert ist. Aber jetzt brauche ich erstmal Ihre Stellungnahme, um die Leute daran zu erinnern, welche Bedeutung das hier für uns hat. Motivieren Sie sie. Ich bezweifle, dass ich etwas derart Wichtiges in ein paar Worten wiedergeben kann. Es geht ja auch nicht darum, die ganze Geschichte zu erzählen, sondern nur darum, ein Bild zu vermitteln. Es gibt einen Grund, wieso die Kroganer mit der Initiative hierher kamen. Wieso die Initiative sie braucht. Auf Eladen ist das offensichtlich. Sie bringen in uns etwas zum Vorschein, das wir brauchen. Denn in uns allen steckt ein kleiner Kroganer. Willkommen in Neu-Tuchanka. Eine Rede für die Geschichtsbücher, Pathfinder. Addison Ende. Hier geht es wahrscheinlich überall raus. Wir gucken uns noch ganz kurz hier um. Weil da vorne stand ja auch so ein kleiner Typi. Der, glaube ich, mit dem konnten wir, glaube ich, reden. Da ist er doch. Boomerang. Hey, Nexus, hier rüber. Suchen Sie nach dem Gewissen etwas? Nee. Dann hat Boomerang genau das Richtige für Sie. Sieht komisch aus. Bei mir finden Sie die beste Beute aus den Dünen. Was hat er für Augen? Sie sind ein Plünderer? Nein, nicht mehr.
Die netten Leute von der Initiative haben mir eine zweite Chance gegeben. Ich bin auf etwas, das man Bewährung nennt. Mit einer schicken Metallfußfessel am Knöchel und allem, was dazugehört. Das wird Ihnen der alte Boomerang nie vergessen. Ich werde Sie im Auge behalten, wenn Sie auch nur einmal Mist bauen. Okay, ich werde mich vorbildlich verhalten, Pathfinder. Ehrlich. Ich bin jetzt ein Nexus-Mann. Wenn ich plündere oder jemanden abmurkse, dann zum Wohle der Initiative. Wie beruhigend. Aber genug von mir. Sie sind hier, weil Sie das gute Zeug wollen. Sehen Sie sich einfach mal an, was Boomerang für Sie hat. Eigentlich brauche ich nichts, aber danke. Ich will immer nur gucken, ob es ein Modell gibt, aber er hat keins. Apropos Modell, manchmal sind die doch in solchen Schränken drin, gell? Wollen sie alle haben. Alle. Jedes Modell möchten wir mitnehmen. So, das wäre echt cool, wenn wir die finden. Eins mussten wir, glaube ich, kaufen, ne? So, zeig mal her, wie sieht's denn hier so aus? Ich überleg gerade, wo wir anfangen. Mit Gebäuden erkunden. Hier vielleicht, ne? Hier müssen wir eh hin. Oh cool, eine Asari. Kostet ihn das eine Hand? Wagen Sie es. Charist O'Kenner, Andromeda-Initiative. Ich leite unsere Operationen hier und versuche die Beziehungen zwischen der Nexus und dem Nakmur-Clan zu kitten. Ich bin übrigens beeindruckt, dass es Ihnen gelungen ist, die Kroganer zur Kooperation zu bewegen. Du hast einen komischen Anzug an, Entschuldigung. Versuchen Sie einfach, es nicht wieder zu vermasseln. Sie haben recht. Die früheren Entscheidungen unserer Anführer hinsichtlich der Kroganer waren kurzsichtig, von Vorurteilen belastet. Ich werde Ihre Fehler nicht wiederholen. Wie ist die Lage hier? Ich mache mir Sorgen. Es gibt in der Gegend einen Reliktarchitekten. Sie haben ihn vielleicht bei Ihrer Ankunft gesehen. Wenn er uns oder die Kroganer entdeckt, wird er angreifen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, Ryder. Ich versetze in der Zwischenzeit unsere Sicherheitskräfte in Alarmbereitschaft. Falls es zu einem Kampf kommt, will ich bereit sein. Es wird dann der Letzte sein. Alles Gute, Pathfinder. Darauf freue ich mich schon, dass das der Letzte sein wird. Hey, guck mal, warum pennst du hier auf dem Boden? Hey, wo war's? Auf Kedera, da hatten sie Betten? Na und hier? Schlafsäcke, die Armen. Dann lieber Kedera. Ich meine, so oder so lieber Kedera. Na, geht die Tür nicht? Oh. Hier ist eine Mauer. Wahrscheinlich, dass wir nicht runterfallen, ne? Ah. Um uns vor Plünderern zu schützen wohl eher, wenn ich das so sehe mit den Geschützen. Gut. Gehen wir hier rein. Hallo, guten Tag. Ich brauche einen Injektor, um die Präzision zu erhöhen. Okay. Wow, stopp, nicht bewegen. Okay. Was hat denn der von Anzug an? Unter ihren Füßen ist ein Bewässerungssystem installiert. Es ist noch ein wenig empfindlich. Wenn man nicht aufpasst, bekommt man ziemlich eine gewischt. Achten Sie also einfach darauf, dass Sie hier nicht zu heftig auftreten. Gut. Haben Sie hier noch weitere Landminen versteckt, auf die ich achten muss? Ich nicht, nein. Aber seien Sie vorsichtig, was Sie bei Boomerang kaufen. Er ist ein guter Kerl, aber...
Er hat nicht alle Tassen im Schrank, falls Sie verstehen, was ich meine. Und wir fragen normalerweise nicht, woher er seine Waren bekommt. Okay, verstehe. Einmal hat er einen salarianischen Daumen angeschleppt. Er meinte, er wäre bestimmt irgendwann mal nützlich. Ich nehme an, Sie sind Agrarwissenschaftler. Etwas in der Art, ja. Ich entwickle Agrartechnik für den Einsatz in trockenen Umgebungen. So wie hier. Ich arbeite hauptsächlich mit den Botanikern in der kroganischen Kolonie zusammen, um sie mit dem zu versorgen, was sie brauchen. Ich kenne Vorn. Er ist ein guter Kerl. Und ein brillanter Wissenschaftler. Er ist seiner Zeit weit voraus. Ich gebe mein Bestes, um mit ihm Schritt zu halten. Man sieht sich. Ja, und denken Sie daran, nicht zu heftig auftreten. Okay. Die würde ich gerne mal probieren. Blastos. Warum gibt es eigentlich kein Kochbuch von Mass Effect? Das wäre auch voll witzig. Es gibt von jedem ein Kochbuch, ja? Von... Und nehmen Sie auch die Präparate, die ich Ihnen gegeben habe? Die schmecken wie der Arsch eines Elkhorn. Sie sollen sie ja auch nicht kauen. Bei uns? Von Assassin's Creed gibt es ein Kochbuch. Von Skyrim gibt es ein Kochbuch. Oh, das hätte ich auch sehr gerne. Von Skyrim. Game of Thrones gibt es ein Kochbuch. Seit neuestem gibt es sogar von Tomb Raider ein Kochbuch. Da würde es mich echt interessieren, was da drin ist. Sie reist ja viel rum. Von Fallout gibt es ein Kochbuch, das hätte ich auch sehr gerne. Finde ich auch sehr interessant. Warum gibt es nicht von Mass Effect ein Kochbuch? So neue Galaxien und so. Bisschen was Cooles. Kochen. So fancy-mäßig. Ah, Jonah. Hi. Hallo? Nee. Warte, ich probier's nochmal jetzt. Oh, ich dachte, Sie wären meine Patientin aus der Kolonie. Oh mein Sie Gott. Ist schon 20 Minuten zu spät. So eine süße Stimme. Aus der Kolonie? Brauchen die Kroganer wirklich eine Ärztin? Nicht um Verletzungen zu behandeln. Ich bin Fertilitätsspezialistin, Dr. Mesha Lenok. Ah. Ich arbeite mit den Kroganern zusammen, um ihre neuen gelockerten Geburtsrestriktionen bestmöglich zu nutzen. Aber ich kann nichts tun, wenn sie nicht zu ihren Terminen erscheinen. Gab es in der Kolonie schon Geburten? Bisher noch nicht, aber wir stehen ja noch am Anfang. Ob sie es glauben oder nicht, es gibt bei der Kolonisierung ein tief verwurzeltes psychologisches Muster. Es wird erst zu Geburten kommen, wenn sich die Kroganer sicher fühlen. Das ist ein biologischer Reflex. Möchte auch ein kleines Kroganer-Baby sehen. Sie versuchen, die Zeugungsfähigkeit der Kroganer zu erhöhen. Warum? Weil ich Salarianerin bin? Ich will ebenso sehr wie die Kroganer, dass sie hier überleben. Mag sein, dass die Initiative das anders sieht, aber ich tue, was ich kann, um die Genophage abzuschwächen. Schön. Keine Sorge, ich bin auf Ihrer Seite. Ich will auch, dass die Kroganer hier eine Zukunft haben. Und ich wollte Ihnen keinesfalls zu nahe treten. Tut mir leid. Ich bin es einfach zu sehr gewohnt, mich verteidigen zu müssen. Aber es freut mich, dass Sie meine Ansichten teilen. Die Kroganer haben in Helios eine echte Chance. Ganz anders als zu Hause in der Milchstraße. Und es ist die Pflicht der Initiative, Ihnen nach Kräften zu helfen. Ja. Ich überlasse Sie dann mal wieder Ihrer Arbeit. Danke. Es gibt tatsächlich noch so viel zu tun. Hier die Gebäude haben wir, ne? Das heißt, das hier müssen wir noch erkunden. Weiß gar nicht, ich glaube von... Okay, wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Ich weiß nicht, wo wir gestartet sind. Was für ein Fortschritt. Sie sind diejenige, die das Gewölbe aktiviert hat, richtig? Ich muss sagen, als ich von diesem Ort hier gehört habe, hätte ich nicht gedacht, dass er überhaupt bewohnbar wäre. Aber nachdem ich gesehen habe, was das Gewölbe schon jetzt bewirkt hat, habe ich tatsächlich Hoffnung.
Wenn wir die Relikte zu unserem Vorteil nutzen, wird Erladen nicht die einzige Welt sein, die wir wieder bewohnbar machen. Ich freue mich darauf, das mitzuerleben. Es klingt, als hätte das Gewölbe bereits einiges bewirkt. Das ist noch untertrieben. Seit sie es aktiviert haben, konnte ich beobachten, wie sich bereits erste Wolken gebildet haben. Einige von ihnen sind sogar Cumulonimbusse. Regenwolken. Wir könnten schon in wenigen Monaten echte Niederschläge erleben. Regenwetter auf Erladen? Das kann ich mir nicht mal vorstellen. Ich schon. Und es wird atemberaubend. Was erforschen Sie hier? Die klimatische Entwicklung Erladens sowie mögliche Wasservorkommen. Es gibt hier bereits unterirdische Becken. Das Wasser in ihnen ist schmutzig und brackig, kann aber gereinigt werden. Meine Aufgabe ist es herauszufinden, ob es irgendwann die Oberfläche erreichen kann. Können Sie sich das vorstellen? Flüsse, vielleicht sogar Seen, auf Erladen. Das wäre überwältigend. Dann würde es mir, glaube ich, auch gefallen. Und alles, was wir dafür brauchen, sind Wolken und ein Boden, der Wasser speichern kann. Hoffen wir, dass das Gewölbe es möglich macht. Ich sollte jetzt gehen. Seien Sie da draußen vorsichtig. Na gut, die sind wahrscheinlich alles so kaputt, dass sie erstmal irgendwo pennen. Haben wir von hier? Hatten wir das schon? Waren wir hier schon? In diesem Teil? Ja, ne? Nee. Hä? Ah, Forschungszentrum. Ich könnte meinen Kryo-Handschuh. Kann ich den entwickeln? Ja. Wollte ich noch irgendwas machen? Universalklinge war es nicht. Es war noch irgendwas. Nee. Schande, was war das? Schande auf mein Haupt. Ich weiß es nicht mehr. Aber wir haben den Kryo-Handschuh. Das freut mich jetzt. Gehen wir mal nach unten. Doch, hier waren wir schon. Ah ja, okay, wir waren nur nicht. Ist es jetzt dein Ernst? Okay. Okay, okay, okay. Dann haben wir hier gar keine Nebenmissionen mehr. Dann machen wir nur noch den Architekten. Wo ist er denn? Oh. Eigentlich will ich nicht, ne? Tief durchatmen. Bereite mich schon innerlich darauf vor. Sollen wir mal das Team wechseln? Wir haben wir dabei. Den Drag und den Jarl. Komm, wir wechseln mal das Team, hä? Das wechseln wir auch. Drag würde ich gerne eintauschen. Nehmen wir die Olle. Und den. Ich glaube, die hatten wir auch noch nicht in Kombination.
Sollen wir auch noch unseren Nomad ein bisschen umgestalten? Nebula finde ich immer noch am schönsten, ne? Tut mir leid, finde ich am schönsten. Okay, wo ist er? Wo ist er denn? Hä, der muss doch jetzt hier sein. Ich habe ihn doch ausgewählt. Hä? Ach, hier. Habe ich ihn schon fliegen sehen gerade? Oh, tatsächlich. Oh, Scheiße. Auf in den Kampf. Oh, ich freue mich so. Oh, ich habe es mir so gewünscht. Das ist, wollte ich schon immer. Kann ich noch mal? Bin ich dann? Oder ist das zu viel verlangt? Warte mal. Okay. Wir haben ja alle Munition. Hallo, Herr Architekt. Ich komme, um dich zu besiegen, gell? Können wir starten? Das Ding ist definitiv ein Reliktbau. Nein. Vetra, woran hast du das jetzt gemerkt? Entschuldigung, ich bin jetzt da. Du kannst es loslegen, dein Zeugs zu machen. Bitte? Jetzt? Hallo? Hallo? Jetzt mach doch mal dein Zeug. Komm, ich will es hinter mich bringen. Komm schon, Kumpel. Sieht er mich nicht? Oh, was muss ich machen? Höhere Position. Ich wäre dann soweit. Ich bin soweit. Ich stehe unter dir. Bin ich zu klein? Muss ich noch wachsen? Was muss ich tun? Ich könnte auch wieder hochklettern. Soll ich da hochklettern? Hallo? Ah, jetzt komm schon. Ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Der sieht mich nicht? Ist doch auch ein Witz. Blitz. Sehen Sie mal, da drüben ist ein Reliktbau. Alter. Lade nach. Hä? Der Kopf liegt frei. Das ist unsere Chance. Seine kleinen Freunde. Ja. Muss er machen. Schaffen.
lernst du, welche Rechte ich kenne. Die Dinger verschwinden immer dann, ne? Nehmen Sie die Beine ins Visier. Ja, ja, Liam, ja, ja. Wo fliegst du denn hin, Kollege Schnürschuh? Er will abhauen! Los jetzt! Liam, bleib mal locker flockig hier. Lade Munition nach! Ja, fliegt er doch. Auf die Beine! Jawohl, unsere Chance. Was macht sie seine kleinen Freunde? Ich glaube, das muss ich machen. Wuhu, zweites Bein. Das hat er gespürt. Ja. Wir sind bis jetzt ganz gut, ne? Im Gegensatz zu den anderen. Ja, ja, jetzt guck doch erstmal, wo er hingeht, oder? Würde ich sagen. Meine Güte, Liam. Da geht er hin. Attackieren Sie die Beine! Geh weg. Scheiße. Hui. Er hat Verstärkung hergestellt. Thank you.
Interface. Interfacing. Wo ist der Kopf? Da. Hä, wo ist denn der Kopf hier? Wir haben es geschafft. Ich würde sogar sagen, wir waren richtig gut. Boah. Jetzt brauchen wir nur noch diesen einen Reliktkern. Das war der letzte. Ja, brauchen nur noch diesen einen Reliktkern im Gewölbe. Oh, ist das hart. Ach, das ist so bitter. Ich überlege, ob ich da, nochmal hingehen soll. Ob wir erst nach Kadera reisen sollen und vielleicht kommen wir dann wieder zurück. Ich weiß es nicht. Das ist echt schwierig gerade. Aber soweit ist Eladen ja stabil. Dann reisen wir mal hierhin, berichten, dass alles in Ordnung ist. Reisen nach Kadera zu der Tussi. Vielleicht müssen wir da nochmal zurück. Ich weiß es nicht. Sollten wir zurückkommen nach Eladen, werden wir auf jeden Fall den Kern holen. Hoffentlich. Hoffentlich. Ich glaube, wir können halt noch nicht da rein, weil dieses Ding noch nicht abgeschlossen ist.